Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Und mit dabei ist der Pat. Hi Leute. Hallo. Ja, ich muss mal kurz gucken. Ich habe eben schon vor der Aufnahme geguckt, aber unsere beiden Pokémon sind nicht gerade komplett fit. Von daher gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, ins Pokécenter. Wir gehen jetzt in den Wald rein und da ist es hier immer gut, wenn man voll ausgerüstet ist. Wenn man full skilled ist. Ja, das bin ich sowieso. Weißt du doch. Das wünschst du dir. Nee, das wünsche ich mir nicht, das bin ich einfach. Ah genau, ich muss kurz auf die Uhr gucken. Okay, ja. So, wir sind wieder geheilt. Und genau, wollte ich noch sagen, Entschuldigung, dass momentan so selten Pokémon kommt. Ich habe nur momentan ziemlich viel zu tun von Schule und so her, weil es jetzt letzte Klausurphase in dem Schuljahr. Und das ist halt dann recht wichtig. Ach scheiße, jetzt muss ich noch kämpfen. Du musst deine letzten 5. und 6. schreiben. Genau. Nee, ich bin nicht schlecht. Ich bin Einserschüler. Ja, genau. Ich will Einserschüler. Soll ich mir einen Wingull holen? Kennst du das, diese Möwe mit den blauen Streifen auf den? Ach so, ja, kenne ich. Ist das gut? Ich kenne jetzt nicht die, Ich habe mir es nie gefangen. Von dem. Ich habe mir es noch nie gefangen, ich fange mir es jetzt einfach. So, erstmal Kampf, Kratzer. Wird das zu so einem ultra hässlichen Teil? Ja, selbst wenn, dann tue ich es einfach in die Box, fertig. Ich meine, ich will jedes Pokémon fangen. Oh je. Yeah. Nein, ich werde nicht so lange das Let's Play machen, bis ich alle gefangen habe. Sondern wenn ich mit der Story durch bin, dann war es das mit dem Let's Play. Weil das wird dann echt sonst viel zu viel. Mal an die Community hier. Kennt ihr ein gutes Indie-Spiel, was so ein Laptop 250 GB Grafikkarten-Laptop aushalten würde, was ich Let's Playen könnte? Nicht. Ich wäre sehr dankbar für Antworten. Ich finde irgendwie keins. Und übrigens, ey, Leute, danke für 8 Abonnenten, ey. Das ist mega krass. 8 Abonnenten, ey. Bald haben wir 10, müssen wir ein Special machen. Wieder eine Slender-Folge. Ja. Das war unser 7 Abonnenten-Special. Ja, vor allem keine runde Zahl. Abonnenten-Special. Oh, ich bin ganz schön voll unproduktiv. Ich laufe einmal im Kreis. So, also. Wir sind jetzt hier im Wald. Ich lese mal kurz das Schild. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Auch wenn es nur ganz kurz dabei ist. Setze eines deiner schwachen Pokémon daher an die Spitze der Liste. Sobald der Kampf beginnt, wechselst du es aus. Es wird Erfahrungspunkte bekommen und bleibt trotzdem immer unbeschadet. Ja, so mache ich das auch meistens. Genau, welches Pokémon nehmen wir denn? Nee, ich will erst nochmal Flamni zu Ende trainieren bis Level 16 für die Arena. Also, gegen den Trainer kämpfen. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, mein Käfer-Pokémon-Team. Käfer-Pokémon-Team. Ich hasse Käfer-Pokémon. Also, was heißt hassen? Ich mag sie einfach nicht. Wampel. Habe ich mir nie gefangen, ne? Sieht schon so hässlich aus. Ich hatte das schon mal. Ich glaube sogar, ich habe das bis zur... zu Ende trainieren. Naja, es sieht mir auch viel zu kacke aus. Und ja, Level 3, einmal Glut eingesetzt, direkt K.O. Live bei mir. Yeah. So, werde ich das Pokémon wechseln? Nein. Was bringt der denn jetzt? Cool, der hat 4 Pokémon insgesamt. Geil. Nochmal Wampel. Okay, nochmal One-Hit. Und Glut. Und? Yeah, wer hat's gedacht? Schon wieder direkt getötet. Boah, ich bin so gut. Du machst irgendwie jeden deinen Gegner zum Krüppel. Ja, so muss das. Nein, oh Mann, ich wähle die ganze Zeit ja aus, wenn da gefragt wird, Pokémon wechseln. So, schon wieder ein Wampel. Ja, das bin ich. Was? Ja, das ist doch immer deine Antwort. Was denn? Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ja, ist so im Alter, was? Ja. Wenn schon, denn schon. Boah, yeah, Flamni hat Level 12 erreicht. Woo. Wir feiern alle. Und das letzte Pokémon vom Gegner ist Wampel. Alter, wie unnötig kann man sein, sich 4 Wampels zu fangen? Vor allem, die sind alle Level 3.
Der hat vielleicht nicht. Vielleicht dachte der, dass wenn er 4 davon hat, kombinieren die sich so, hat der ein Level 12er. Zu so einem Ultra-Wumpel. Ja. Das wäre aber echt mega geil. Ich würde mir so ganz viele Gluraks trainieren, dann hätte ich immer ein Level 1000 Glurak. Vor allem, weil es nur bis Level 100 geht. Ja, aber wenn man dann 10 Level 100er kombiniert, hat man Level 1000. Ja, das wäre echt geil. Oh ja, ich hätte gern mal auch mehr als ein Glurak gehabt. Ja, aber so 6 Gluraks, ein Team nur aus Gluraks, das hätte schon was. Ich habe damals mit der Feuerroten angefangen zu spielen und ich hatte das erste, was ich genommen habe, ist Glumanda. Ja, ich auch. Direkt mal Glumanda. Ah, dieses das ist richtig scheiße, wenn man nur eins von diesen ultra geilen Pokémon haben kann. Lol, wo bin ich hier hingekommen? Ha, cool. Ich bin auf so einen Absatz gekommen, jetzt habe ich einen Pokéball gefunden. Ui, cool. So, und jetzt gehe ich wieder zurück in den Wald. Hier geht's aber nicht weiter. Muss ich wieder rüber? So. Also ich habe den Trainer übrigens besiegt. So, und jetzt kämpfe ich gegen ein wildes Pokémon. Was wird es nur sein? Oh, das ist so ein scheiß Vivien. Kennst du das? Ja. Dieser Hund, ey. Ich finde ihn so hässlich. Ich hole mir den nie. Ich mag den gar nicht. Wahrscheinlich ist er so übelst stark. Das ist aber voll. Ist so hundeartig. Haha. Naja, aber echt nicht. Ich mag den echt gar nicht. Den besiege ich immer. So, hier ist. Und was habe ich für ein Paraheiler. Benutze ich irgendwie nie. Oder ist ihm aufgefallen, kennst du irgendwen, der irgendwie auch so Angriffe benutzt, die den Gegner schwächen? Ich verstehe jetzt den Sinn der Frage. Ja, zum Beispiel Heuler. Setzt du jemals Heuler ein? Heuler, bitte? Warum sollte ich Heuler ein? Ja, oder so welche Attacken halt. Es benutzt doch eigentlich immer jeder nur Angriff. Solche Angriffe, die einem Gegner, nicht mehr am Angriff teilnehmen lassen, mache ich überhaupt nicht. Das ist richtig amtselig. Ja, einfach angreifen. Bam, bam, bam. Das reicht schon. Okay, ich hab jemanden gefunden. Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen. Ich liebe diese Pokémon. Ja, das habe ich mir auch immer geholt. Das ist auch cool. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trötest wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey, du Forscher von Devon! Gib sofort die Papiere her! Nur das ist so ein Typ von Team Aqua, glaube ich, heißen sie. In dem Teil. Mhm. Ataki! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Okay. Huch, was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpf gegen mich. Okay, du wirst eh verlieren. Team Aqua. Ganz gnadenlos, du wirst eh verlieren. So, jetzt. Ja, geil, der hat ein Pokémon. Der hat ein Pokémon. Und das ist ein Hund. Dieser Hund. Das ist einfach nur, okay, Level 9. Oho, das gibt mir Level. Yeah. Los, Flamli. Glut. Ich setze eh immer nur Glut aus. Glut ist einfach mega geil für den Anfang. Sandwirbel. Genauigkeit vom Flamli sinkt. Oh mein Gott. Ich habe trotzdem getroffen und besiegt. Krass, bin ich gut. Ich habe einfach gar kein Leben verloren. Flamli erhält 105 EP-Punkte. Yay. Yeah. Vor allem, ich sag EP-Punkte. Erfahrungspunkte. Das gibt doch gar keinen Sinn. Doch, für dich schon. Ja, für mich ergibt alles einen Sinn. Oh, du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt zu gern sagen. Aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaross City. Er hat ja immer noch nur die Zeit am Arsch. So. Das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Superball erhalten, bla bla bla. So. Hat dieser Schuft von dem Aqua nicht gesagt, dass... bla bla bla. Ja, Metaros, okay. Das ist ein Oder, ich darf keine Zeit verlieren. So, aber das war's jetzt auch mit dem Video.
für heute. Ist jetzt wieder so 12 Minuten, glaube ich, lang. Okay, dann hoffe ich, habt euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschö. Sagt tschüss. Tschö.